Ubisoft. Climax Studios. NVIDIA Physics powered by Unreal Engine, Autodesk Gameware Scaleform. Dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Angehörigen verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen erschaffen, entwickelt und produziert. Und damit ein herzliches Willkommen und Willkommen, ja Gott, diese Ansage war schon wieder fail. Naja, ein herzliches Willkommen zu Assassin's Creed Chronicles China, die letzte Erweiterung vom Season Pass von Assassin's Creed Unity, wo die Meinungen doch relativ geteilt waren, was man von dem Spiel halten soll. Ich persönlich habe mich drauf gefreut, denn ich fand die Art und Weise, wie es aufgebaut wurde, ziemlich, ziemlich cool. Muss ja nicht immer das klassische Assassin's Creed sein und naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Den Hauptcharakter kennen manche vielleicht schon aus Assassin's Creed Embers. Embers war ja ein kleiner Kurzfilm nach Assassin's Creed Revelations. Das spielt ja nochmal ein paar Jahre, nachdem Ezio in Revelations gespielt hatte. Da war Ezio ja, glaube ich, 63. Wer das noch nicht angeschaut hat, der guckt einfach mal in YouTube und gibt einen Assassin's Creed Embers, da findet man was. Und da taucht nämlich auch diese Assassinen auf, die wir hier spielen werden. Naja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch mit einem neuen Spiel. Das ist jetzt das erste Let's Play, was ich auch aufnehme, wo ich an der Tastatur spiele und mein neues Mikro habe. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich ab und zu ein bisschen das Getippe hören. Muss ich alles noch so ein bisschen richtig einstellen, deswegen entschuldigt das schon mal vorab und naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, jetzt geht's auch los mit einem neuen Spiel. Normal plus schwer. Da würde ich doch glatt sagen, wir tendieren einfach zu normal. Ich glaube, das andere können wir gerade auch gar nicht einstellen. Naja, normal soll mir recht sein. Alles klar. China 1526. Zwei Jahre ist es her, seit Zhang Ho, Anführer der Tiger, einer korrupten Gruppe von Eunuchen, die chinesische Bruderschaft der Assassinen ausgelöscht hat. Diese Tiger sind Templer und lenken im Geheimen die Geschicke des Landes. Der Kaiser ist nicht mehr als eine ihrer Marionetten. Shao Yun, eine der wenigen Überlebenden, ist auf Befehl des neuen Anführers der Assassinen, Wang Yangming, zurückgekehrt. Gemeinsam planen sie, Jagd auf die Tiger zu machen und China aus dem Griff der Templer zu befreien. Die Maishan-Grotten, die alte Festung der Assassinen, sind ihr erstes Ziel. Die Templer haben es in ein Gefängnis umgewandelt. Geleitet wird es von Gao Feng. Um in die Nähe ihres Ziels zu gelangen, muss Shao sich gefangen nehmen lassen. Bei sich trägt sie ein Artefakt der Vorläufer, das sie einst von Ezio Auditore bekommen hatte und das die Templer nur zu gerne in die Finger bekommen würden. So kann sie sicher sein, dass man sie festnehmen wird. Alles klar, gut, da habt ihr es auch gehört mit Ezio. Geht also Kontakt mit ihm. The box is empty. Or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Alles klar, die Flucht 1526 Maishan-Grotte. Nachdem sie sich hat gefangen nehmen lassen, um näher an Gao Feng, einen von Cao Yongs Tigern, heranzukommen, muss Shao Yun nun aus ihrem Käfig entkommen und ihre Ausrüstung finden. Sobald sie wieder im Besitz ihrer Waffen und Geräte ist, beginnt die Jagd auf Gao Feng. So verbesserte Gesundheit den Assassinen-Informanten Hong Liwei retten. So. So, jetzt muss ich nur gucken, wie man sich bewegen kann. So, alles klar. So, alles klar, jetzt müssen wir schauen. Auf, da können wir springen, ganz klar. Das ist Sprinten. Linke Maustaste ist wahrscheinlich Angreifen, später rechte, irgendwas anderes. C ist, was ist C? Ich weiß es nicht. Springen. Ach, kann man das nur im Laufen? Toll. Mal schauen. Alles klar, muss man sich halt dran gewöhnen. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool, so muss ich sagen. Wachen verfügen über die Wachsamkeitsanzeige. Wenn du sie betriffst, färbt sich die Anzeige gelb. Hm.
Ja, skrupellos. Ja, und die sprechen echt Chinesisch. Cool gemacht. So. Das erinnert mich ein bisschen an, ach, wie hieß das Spiel? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das hatte ich gespielt, aber bei Steam. Das war auch so ein Spiel. Das war nur in so einer Zombie-Apokalypse. Wie gesagt, ich weiß es gerade nicht. Ich bin einfach dann mal weg, ne? Okay, alles klar. So, wir sind ja schon mal recht weit gekommen. Wie kann man sich fallen lassen? Mit C. Okay, Gott, das ist ganz schön komisch. Okay, weiter geht's. So. Gut, mit W komme ich hier rein. Ah, da kann man sich in Deckung begeben, alles klar. Klasse. Nicht schlecht. Schatten, Gold. Eine Art und Weise, wie du deinen Levelabschnitt meisterst, wird bewertet und abhängig von deinem Spielstil belohnt. Wenn du nicht von Wachen entdeckt wirst, erhältst du mehr Punkte, als wenn du dir deinen Weg freikämpfst. Alles klar, ja, das ist doch mal ganz schön. Töte niemanden und lass dich nicht sehen, um die Stilbewertung Schattengold zu erhalten. Okay, ich denke mal, das wird jetzt nicht immer so einfach sein, wie wir es gerade hatten. Aber ist doch auf jeden Fall gut zu wissen. Ah nein. Ach verdammt. Ich dachte, das wäre schon ganz oben gewesen. Sie werden dich bemerken und sich umdrehen. Ja, ich würde auch gerne rein. Über den Köpfen von Gegnern erscheint ein Auge, wenn sie im Griff sind, sich umzusehen. Ah, okay, alles klar. Benutze A und D, um dich im Versteck nach links und rechts zu bewegen. Klasse. So, weiter geht's. Okay, muss man sich natürlich auch alles merken. Sonst verhaut man's. Und ich denke mal, wir können jetzt auch noch gar nicht kämpfen ohne Waffen. Okay, jede Wache verfügt über eine Wachsamkeitsanzeige. Halte dich von ihnen fern, um sie nicht zu alarmieren. Pfeife, um ihn abzulenken und nicht gesehen zu werden. Alles klar, wie pfeife ich denn? Mit F. Was? Halte F gedrückt, um das Pfeilgebiet anzuzeigen. Passe mit A die Intensität an und drücke G, um zu pfeifen. Das ist typisch. Also ich werde gucken, ob ich es nicht vielleicht mit Controller spielen kann. Ob es nicht dann alles was einfacher ist. Das werde ich aber erst im nächsten Part ausprobieren. Simba? So. Alles klar. Au revoir oder Sayonara. Wie auch immer. Okay. Linke oder rechte Maus für ein Attentat? Ja, die hat diese Fußklinge. Das ist so Hammer. Ohne Spaß. Ich würde mir eigentlich echt einen Assassin's Creed mit der wünschen, weil erstens hätten wir dann die erste weibliche Assassine nach wie heißt sie nochmal? Jetzt habe ich schon gerade den Namen vergessen, hier von der von Liberation. Mir fällt gerade echt der Name nicht mehr ein, peinlich. Ja, dann hätten wir dann das erste Mal eine weibliche Assassinen und das andere wäre, wirklich, dass man, dann keine Ahnung, die Fußklinge ist einfach sowas Besonderes nochmal. Das wäre echt Hammer. Also diese weil die Fußklinge, das ist schon was Geiles. Siehst du, da denke ich mal, sehr gelenkig. Oh ja. So, dass das bestimmt ziemlich cool ist. Kann ich dich nicht umbringen? Okay, habe ich geschafft. Klasse. Hier ist ein Fragment. Und was ist hier? Ich will das machen. Hey. Achso, kann man die da reintun? Ah, okay. Alles klar, das war damit gemeint. Jetzt frage ich mich, ob ich den aber auch von der Seite aus... Genau, wollte schon sagen. Attentat aus dem Versteck geht bestimmt. Ah, und ich kann bestimmt tödlich und nicht tödlich wahrscheinlich wählen. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Okay, drücke V, um das Anlager zu aktivieren und das Verhalten der Gegner zu beobachten. Ah, okay, da sieht man dann also den Weg schon, wo die hinlaufen. Okay, alles klar. Boah, so. Das war knapp. Schadammt. Schadammt vor allem. Tolle Aussage. Oh nein. Okay, wie... Wow. Wow. Oh, krass. Wie schnell ist man hier desynchronisiert? Heftig. Entweder wusste ich nicht, wie man blockt oder... Ja, krass. Okay, da muss ich aufpassen. Oh. Aber ich hatte mir das schon gedacht, dass das knapp wird. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es jetzt riskieren soll, da runter zu gehen oder nicht. Beziehungsweise, ja, ich habe den halt zu früh attackiert. Der eine geht halt bis in die Mitte und der andere geht ganz weit nach hinten noch. Das ist einfach ganz normal nach hinten. So, jetzt warten wir einfach ab. In dem Versteck können die uns ja nicht sehen. Wenn sie sich jetzt beide umdrehen, dann dürfte ich den doch erwischen können. Und um mich jetzt auch gar nicht entdecken zu lassen, werde ich den auch noch ausschalten. Der sich gar nicht wundert, dass sein Freund nicht mehr da ist. Aber ich finde das echt eine coole Art von Spielstil. Also ich weiß nicht, wieso sich da manche echt geärgert haben, weil ich finde, damit zeigt dann Assassin's Creed auch nochmal so ein bisschen Innovation. Okay, da habe ich jetzt nur Gold bekommen. Ich denke mal, Schattengold bekommt man wirklich nur, wenn man keinen tötet. So, benutze Knallkörper auf 3. F und dann G. Oh meine Güte, die Steuerung auf dem PC ist aber hier echt komisch. Naja, wie gesagt, da werde ich noch auf Controller wahrscheinlich wechseln. Okay, alles klar, die sehen also nicht was... Echt, jetzt sieht das auch nicht, was ich jetzt mache. Krass, okay. Oh, da oben wäre man auch durchgekommen noch, ne? Sehe ich gerade. Genau, da oben will ich noch kurz hin. Jetzt frage ich mich aber gerade... Sieht er denn echt nicht, was ich jetzt mache? Sehen die das nicht? Die sehen das wirklich nicht, ist ja cool. Wie sie sich darüber unterhalten, dass man die Augen aufhalten soll, aber eigentlich blind wie Fische sind. Aber gut. Okay. Wo geht ihr hin? Oh, so. Puh, oh, das war knapp. Da hätte ich aber keine Sekunde zögern dürfen. Eieiei. So, den schalten wir direkt aus. Und warten auf den anderen. Hi. So. Alles klar. Was kann ich da? Ach, da kann ich die Knallkörper wieder auffüllen. Okay, alles klar. Ui, das sind viele. Ah, und da liegt unser Schwert. Ja, okay, ich denke mal, jetzt muss ich das erste Mal mein Können selbst unter Beweis stellen. So. Müssen wir schauen, wo laufen die immer hin? Kann ich den eigentlich aus... Wow. Schnell hoch hier. Hilfe. Komm bis nach da. Jetzt überlege ich gerade, wie konnten wir nochmal das Pfeifen machen? Genau. Ah, nee, das war ein Knallkörper. Das wollte ich nicht. Ich wollte pfeifen. War doch F. War es nicht mit F und linker Maustaste? Das war doch F, oder muss man das jetzt auch... Ach, das muss man wahrscheinlich erst aus... Ah! Ah, okay, ja, alles klar, ich hab's verstanden. Jetzt frage ich mich aber gerade, wenn ich jetzt pfeife...
ob die dann nicht hier hochgucken. Ich überlege, die gehen jetzt ja gerade zurück. Wenn ich den ausschalte, aber den kann ich nirgendwo verstecken. Verdammt. Ja, es war klar. Das war verdammt klar. Ich kann nichts machen. Ich bin desynchronisiert. Verdammt, ganz vergessen. Ich kann ja... Na, schade. Das war doof. Okay, nochmal. Dann... Ja, gucken sie natürlich nach oben. Deswegen wollte ich eigentlich nicht pfeifen. Weil das eigentlich sinnlos war. Ich darf da nicht runter, weil sonst komme ich nicht mehr hoch. Doch, ich weiß, wie ich es jetzt mache. Ich weiß, wie ich es mache. Dafür müssen wir nur die Knallkörper auswählen. Dann werde ich den betäuben, sobald die sich umdrehen. Und dann renne ich nach hinten. So. Hä? Was zum... Ey! Das war jetzt aber gemein, dass sie mich entdeckt haben. Alles klar, nochmal. Ne, jetzt brauche ich es ja nicht zu machen. Muss ich kurz warten, bis die sich umdrehen. Genau, so mache ich das jetzt. Ha, 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 ha. Nix da. Oh Gott. Das gibt's nicht. Ey! Ah, nee, wie unfair ist das denn? Verdammt. Oh, da muss ich ja noch schneller reagieren. Okay, das ist jetzt echt ärgerlich. Oh, schlimme Sache. Okay, dann markieren wir den jetzt direkt. Oh, war das gemein. Das war jetzt echt fies. So, oder so. Ich wollte eigentlich den Charakter überwerfen, habe aber ganz vergessen, dass ich noch Pfeifen ausgerüstet hatte. Aber egal, was soll's. So, den habe ich. Ich muss nur aus der Sichtweite von dem rausbleiben. Und sieht er das ja. Alles klar, und jetzt kann ich ja weiter. Haha. Geschafft. Nach ein paar Anläufen, aber immerhin. My revenge can begin now. Ha, endlich. Time to test your sword skills. Prepare to defend yourself. Ha, da ist Ezio. Hier, so sieht Ezio in Assassin's Creed Embers aus. Was muss ich machen? Ach so, oh. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Yes, that's it. Ouch. So sieht Ezio halt aus mit 63. Das ist halt nochmal ein paar Jahre später nach Assassin's Creed Revelations. Man sieht jetzt in Embers nicht, wie er sie trainiert, aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Schaut es euch auf jeden Fall an. So. Also eins muss man sagen, das ist schon sehr schwierig mit Tastatur und Maus. So, und wie soll ich denn jetzt bitteschön... Ach so. Eigentlich muss man mit der... Das muss ziemlich schnell gehen, das ist echt schwer. Das muss viel schneller gehen bei mir eigentlich. Perfekt. Diese Taktik ist auch gut, um aus dem Kampf zu entkommen. Attack diesen Enemy. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder than that. Ja, das war klar. Rechte Maustaste. Excellent. Heavy attacks deal more damage. See? The enemy is now weakened. Finish him. Aha, nicht schlecht. Good. Keep going. Leider na! Oh, verdammt. Ich muss das echt daneben gut üben.
Alles klar, komm her. Ach verdammt, da muss ich echt schneller reagieren. Aha. Komm her. So, ich will es einfach mal ein bisschen üben. So. Well done, Shaojun. Your training is complete for now. Alles klar. Datenbank öffnen. Genau, so sieht Ezio Auditore nämlich da aus. So sieht Ezio später aus. So, das könnt ihr euch ja nochmal durchlesen, aber ich denke mal, jeder sollte unseren geliebten Ezio kennen. Genau hier. Nachdem er seinen Frieden gefunden und ein hohes Alter erreicht hatte, setzte sich Ezio mit seiner Frau Sophia und den Sophia kennt man aus Assassin's Creed Relations und den gemeinsamen beiden Kindern in einer toskanischen Villa zur Ruhe. Das war übrigens in Florenz. Zu dieser Zeit traf er Shaojun. Genau. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, das ist echt cool. So, zurück. Alles klar. Alles klar. So. Gut, meine lieben Freunde, bevor wir jetzt hier aber weitergehen. Genau, bevor wir jetzt hier Hong Liwei befreien, würde ich sagen, beende ich erstmal diesen ersten Part. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem DLC in die Kommentare. Ich persönlich finde es ziemlich cool, beziehungsweise man braucht ja noch nicht mal DLC zu sagen. Es ist ja wirklich, oh sorry, muss ich aufstoßen, ein eigenständiges Spiel. Und naja, auf jeden Fall, ich freue mich auf eure Kommentare und Likes und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao Leute.